Herzlich willkommen zur Hessenschau. Ich freue mich sehr, dass Sie an diesem Wahlsonntag die Hessenschau eingeschaltet haben. Ja, heute ist großer Wahltag in Hessen. In mehr als einem Dutzend Gemeinden werden neue Bürgermeister gewählt. Und im Norden und Süden Hessens, da stehen auch ganz wichtige Entscheidungen an. Zum Beispiel im Rheingau-Taunus-Kreis. Dort wird ein neuer Landrat bzw. eine neue Landrätin gesucht. Und unser Reporter Daniel Engstler, der hält Sie dort gleich auf dem Laufenden. In Kassel, Hessens drittgrößter Stadt, wird ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Und unser Reporter Daniel Mauke, der schaltet sich gleich live vor Ort zu uns. Erstmal Dankeschön an euch beide für den Moment. Wir sehen euch gleich. Ja, es ist in Kassel ein weiter Weg an die Spitze, ins Rathaus. Bislang war das Rathaus meistens den Politikern von der SPD vorbehalten. Nur einmal hat es ein Politiker von der CDU geschafft, hier Oberbürgermeister zu werden. Es gab noch nie eine Frau an der Spitze Kassels. Aber der jetzige amtierende Oberbürgermeister von der SPD, der hat sich mit seiner Partei ziemlich verkracht. Da ist die große Frage, ist das jetzt die Chance für die anderen Kandidaten? Ich frage gleich Daniel Mauke, unser Kollege, der live im Rathaus steht. Daniel, wer macht bislang das Rennen? Verrat's uns. Also, bevor ich das verrate, muss ich kurz mal sagen, wir sind eigentlich kurz davor, dass das vorläufige Endergebnis feststeht. Es fehlen nur noch ganz wenige Wahlbezirke. Und wer sagt, Politik sei langweilig, dem kann ich nur sagen, kommt mal an so einem Abend hier in so ein Rathaus. Hier liegen Freude und Leid oft sehr nah beieinander. Und wir gucken mal gerade auf den Zwischenstand, der eigentlich schon relativ klar uns zeigt, wie es ausgeht. Es wird nämlich eine Stichwahl geben. Ganz rechts der blaue Balken ist von Christian Geselle, dem Oberbürgermeister. Der hat es nicht auf Anhieb geschafft. Und der geht in die Stichwahl mit Sven Schöller von den Grünen. Daran kann eigentlich nichts mehr sich ändern. Eva Kühne-Hörmann ist auf Platz 3 sozusagen mit 16%. Violetta Bock von der Linken mit 9,3% und Dr. Isabel Karg-Will mit 12%. Und das war ja die große Spannung in Kassel. Geselle hat sich ja mit seiner SPD zerstritten und ist gegen Isabel Karg-Will angetreten. Offenbar hat sich das für ihn gelohnt. Und ganz schön ist, dass die Wahlbeteiligung höher ist als beim letzten Mal. Doppelt so viele haben Briefwahl gemacht. Aber natürlich gehen ganz viele Leute in Kassel auch sonntags direkt zur Wahl. Das ist ein ganz großes Ritual. Und da waren wir heute Morgen ganz früh mit dabei. Pünktlich geht es los. 8 Uhr. Die Wahllokale, wie hier in der Kasseler Unterneustadt, öffnen jetzt. So, wie ist es? Gut, die Stimmung ist schön, das Wetter ist schön, was will man mehr? Zum Beispiel Erster sein. Ein paar frühe Vögel, pardon, Wähler, lassen nicht lange auf sich warten. Und deswegen habe ich mir gedacht, noch vor dem Frühstück, ich gehe jetzt schnell zum Wählen und mach mal ein Kreuzchen. Und dann habe ich ein gutes Gefühl für den Rest des Tages. Wie schwer fiel denn die Wahl dieses Jahr? Eigentlich relativ leicht, weil ich nach Partei einfach mich entschieden habe. Und da habe ich so meine Richtung. Ja, genau. Das geht hier nicht jedem so. Ich ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung. Das, was dran ist, kann man nicht wählen, weil es Müll ist. Das, was dran war, kann man nicht wählen, weil es Müll ist. Was soll man noch wählen? Ich weiß es nicht. Ich habe meine Stimme ungültig gemacht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Gedrückte Stimmung auch bei diesem Wahllokal in der Kasseler Nordstadt. Mit 13% Wahlbeteiligung gehörte man hier bei der letzten OB-Wahl zu den Schlusslichtern. Tote Hose auch an diesem Morgen. Ich glaube, es ist nicht das Interesse vorhanden zu wählen. Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass man nicht so sieht, was die Politik für uns tut im Stadtgebiet. Ich will wählen. Ich finde das wichtig. Genau. Ist ja ein Grundrecht. Deswegen finde ich, sollte man das tun. Woanders füllen sich die Lokale langsam. Viel Arbeit wartet aber bei den Briefwahlbezirken. Im Vergleich zur letzten OB-Wahl ließen sich doppelt so viele Wähler die Unterlagen bequem nach Hause schicken. Wir haben 27.000 und etwas an Briefwahlanträgen. Früher hatten wir 50 Briefwahllokale, jetzt haben wir 91. Das heißt auch, wir müssen 41 Wahlvorstände zusätzlich berufen und wir müssen auch 41 Niederschriften zusätzlich prüfen. Natürlich macht das mehr Arbeit, aber wir machen das, was die Wähler mit Füßen sozusagen abstimmen. Die SPD-Kandidatin wählt heute lieber klassisch an ihrer Wahlurne in Forstfeld. Wir haben als SPD von vornherein gesagt, dass wir einen inhaltlichen Wahlkampf machen wollen. Und das haben wir tatsächlich bis zum Schluss durchgezogen. Er sieht das anders. Oberbürgermeister Christian Geselle, auch SPD-Mitglied. Nach dem Krach mit seiner Partei und seinem Alleingang als unabhängiger Kandidat beklagt er angebliche Anfeindungen. Was ich überhaupt damit verbinde, sage ich auch ganz deutlich an dieser Stelle, ist, dass vielleicht nach dem doch teilweise sehr schmutzig geführten Wahlkampf von wem wie auch immer bezogen auf meine Person, auf meine Familie jetzt irgendwann auch nach der Oberbürgermeisterwahl mal ein bisschen Ruhe einkehrt.
Ruhe nach der Wahl? Das könnte in Kassel noch eine Weile dauern. Also, das vorläufige Endergebnis ist noch nicht da. Es kann aber nichts mehr daran geändert werden, dass es eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Christian Geselle und Sven Schöller von den Grünen gibt. Und der Sven Schöller ist bei mir. Schön, dass Sie da sind. Auf Herrn Geselle warten wir noch. Es galt ja im Grunde schon als prognostiziert, dass Sie beide in die Stichwahl gehen. Und die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch. Sie wirken auch nicht ganz so überrascht. Was ist denn eigentlich jetzt hier in Kassel das Thema gewesen? War das eine Personenwahl zwischen Ihnen beiden? Viele haben ja gesagt, der Geselle muss abgewählt werden. Oder ging es eigentlich doch, wie Sie sich das wünschen würden, um die grünen Inhalte oder weniger? Also es war sicherlich nicht nur eine Personenwahl. Es gab ja immerhin 6 Bewerberinnen und Bewerber, 5 ernsthafte, wenn man so sagen will. Und insofern glaube ich, dass die Themen schon eine große Rolle auch gespielt haben, aber sicherlich auch ein engagierter Wahlkampf, den wir geführt haben. Mir ist es sehr wichtig gewesen, tief in die Stadtgesellschaft einzutauchen. Ich habe sehr viele Vereine besucht, ich habe Unternehmen besucht, ich habe Initiativen besucht. Und mir war es wichtig, das Signal zu setzen, ich bin ein Oberbürgermeister für alle, auch über die Parteigrenzen hinweg. Was mich mal wirklich interessieren würde, Sie haben ja auch gesagt, mit Ihnen gibt es Tempo 30 auch auf Hauptstraße und vielleicht auch mal die ein oder andere Hauptstraße, wo eine Fahrspur verschwindet. Das können Sie aber eigentlich gar nicht gegen die Koalition durchsetzen im Rathaus, bei der Sie drin sind, Jamaika, weil die CDU will das gar nicht. Also können Sie Ihre Wahlversprechen eigentlich umsetzen, realpolitisch, falls Sie gewinnen sollten? Na, zunächst ist es mal so, dass wir das in der Form nicht versprochen haben, sondern wir haben gesagt, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Die Möglichkeiten für Städte, für Kommunen, Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen anzuordnen, sind im Augenblick noch sehr begrenzt. Wir treten dafür ein, dass sich die Straßenverkehrsordnung entsprechend ändern wird. Und dann werden wir davon auch Gebrauch machen, an den Stellen, wo das möglich ist. Vielen Dank für den Moment, Herr Schöller. Dankeschön. Christian Geselle ist noch nicht bei uns. Wir müssen später in der Hessenschau noch mal nach Kassel schalten. Da wird er bestimmt da sein. Erstmal zurück nach Frankfurt. Ja, ganz genau so ist es. Dankeschön, Daniel Mauke. Wir machen das, sobald du ihn vor Mikrofon und Kamera hast. Bis dahin. Auf hessenschau.de können Sie auf jeden Fall im Ticker nachverfolgen, wie sich das macht mit den ganzen Wahlbezirken, die ausgezählt werden. Kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Und jetzt haben wir noch das zweite große Event, das zweite große Wahlereignis. Rheingau-Taunus-Kreis sucht einen neuen Landrat, eine neue Landrätin im Südwesten gelegen in Hessen. Eine bekannte Weinregion liegt da im Herzen. Es ist ein waldreiches Gebiet. Es liegt an der Metropolregion Wiesbaden. 190.000 Menschen leben dort und die suchen einen neuen Kreischef oder eine neue Kreischefin. Und unser Reporter Daniel Engstler ist dort live vor Ort im Kreishaus in Bad Schwalbach. Der alte, amtierende Landrat, der tritt nicht mehr an. Wer macht denn jetzt hier das Rennen bei dir in Bad Schwalbach? Ja, liebe Christine, aller Voraussicht nach sieht es so aus, dass wir schauen mal kurz hin, nach 200 von 206 Wahlbezirke sind ausgezählt und ganz links der Balken, der schwarze Balken von der CDU liegt weit vorne und zwar so weit vorne, dass es aller Voraussicht nach hier keine Stichwahl geben wird, denn Sandro Zehner liegt mit fast 53% der Stimmen, man hört schon den Applaus, so weit vorne, dass hier auch nicht mehr allzu viel anbrennen wird. Herr Zehner, Landrat wahrscheinlich im ersten Wahlgang. Haben Sie damit gerechnet? Nein, ich denke, wie die meisten sind viele bei 5 Kandidaten davon ausgegangen, dass es eine Stichwahl gibt. Umso größer ist jetzt die Freude. Das ist ein sensationelles Ergebnis. Die Wahlbeteiligung ist ungefähr gleich. Beim letzten Mal 37%, jetzt sogar etwas mehr, 38%. Aber traditionell bei Landratswahlen ist die immer eher bescheiden. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ja, ich glaube, dass die Ebene des Landkreises im Wesentlichen auch eine mittelbare Verwaltungsebene ist und viele das nicht so richtig greifen können. Umso wichtiger, dass man auch in den kommenden 6 Jahren den Menschen deutlich macht, wie wichtig die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen hier in der Landkreisverwaltung ist und dann vielleicht auch in der nächsten Wahl dafür sorgen, dass die Wahlbeteiligung ein bisschen höher ist, weil die Menschen verstanden haben, es zählt. Kommen wir kurz zu den Inhalten. Was haben Sie sich denn vorgenommen jetzt als neuer Landrat? Ja, viel. Also es geht jetzt vor allen Dingen darum, dass wir im Bereich Schule jetzt ein Stück weit das Thema Digitalisierung schnell weiter fortentwickeln. Schulbusse haben wir zurzeit ein bisschen zu kämpfen. Da muss insgesamt auch das Thema Mobilität so weiter fortentwickelt werden, dass das viele Geld, was wir dort investieren, auch wirklich bei besseren Angeboten ankommt. Reaktivierung der Ahrtalbahn ist ein ganz wichtiges Thema hier für die Region. Die Kreisstadt Bad Schwalbach ist die einzige Kreisstadt in Hessen ohne Bahnanschluss. Das sind Dinge, da müssen wir jetzt ganz schnell auch wirklich die Weichen auf Zukunft stellen. Da haben Sie sich viel vorgenommen, Herr Zehner. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Am 4. Juli ist Ihr erster Arbeitstag, soweit ich weiß. Und wir gehen zurück ins Studio nach Frankfurt. Ja, danke schön. Schöne Grüße ins Kreishaus Bad Schwalbach, ja, wo ein Bürgermeister aus Taunusstein anscheinend so beliebt ist, dass er es gleich im ersten Wahlgang geschafft hat. Dankeschön dafür.
Ja, und wir kommen heute noch zu anderen Wahlen, die in Hessen stattgefunden haben. Ich habe es ja gesagt, zu Bürgermeisterwahlen. Da haben wir gleich zwei davon in unserem Nachrichtenüberblick. Und es gab auch einen Bürgerentscheid, auch im Rheingau-Taunus-Kreis. Gestern haben wir berichtet, in Hünstetten. Da konnten die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen, ob es Windräder geben soll in ihrem Ort oder nicht. In Hünstetten im Taunus haben die Bürgerinnen und Bürger heute darüber abgestimmt, ob es in ihrer Gemeinde Windräder geben soll oder nicht. Die Gemeindevertreter hatten einen Bürgerentscheid beschlossen, obwohl sie die Entscheidung auch selbst hätten fällen können. Und die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden. 76,2% stimmten mit Ja, nur 23,8% sagten Nein zur Windkraft. In Weilburg an der Lahn wurde Amtsinhaber Johannes Harnisch von der CDU von Jan Kramer, SPD, herausgefordert. Der Alte ist auch der neue Bürgermeister. Harnisch gewann mit 76,3%, Kramer erzielte knapp 24%. Frank Haus bleibt Rathauschef von Dieburg. Der unabhängige Kandidat setzte sich gegen seinen Herausforderer Thorsten Winkler von der CDU durch mit knapp 74% der Stimmen. Winkler erreicht rund 26%. Alle weiteren Ergebnisse erfahren Sie auf hessenschau.de. Mit Kohle Strom und Wärme produzieren. Angesichts der Klimakrise sei dies eine Katastrophe. Das findet ein Aktionsbündnis und hatte zu einem Protestspaziergang nach Frankfurt eingeladen. Denn dort betreibt der städtische Energiebetrieb Mainova ein Kohlekraftwerk. Das, so die Aktivisten, solle auf fossiles Gas umgestellt werden, anstatt auf erneuerbare Energien umzusteigen. In Hanau ist heute eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Ja, man sieht, wie stolz diejenigen sind, die das geschafft haben. 17.000 Menschen mussten aus dem Stadtteil Nordwest evakuiert werden, sind mittlerweile wieder in ihren Wohnungen zurück und können vielleicht ganz gespannt schauen, wie der Tag heute so verlaufen ist. 300 Brötchen, 270 Lunchpakete, geschmiert von den Senioren der Hanauer Feuerwehr für die Einsatzkräfte da draußen heute. Ganz früh sind sie aufgestanden, um mitzumachen. Und damit die Bombe die Helfer, die von hier starten, über den Tag nicht hungrig macht. Alle spontan herbeigerufen, die Tage. Es war ganz kurz und heute Morgen um kurz nach 5:30 standen hier 20 Leute von der Ehren- und Altersabteilung. Was mich sehr freut. Oben drüber tagt auch ziemlich früh der Krisenstab. Hier wird die Evakuierung vorbereitet mit Kampfmittelräumern, Polizei, Stadt und Feuerwehr. Sie hoffen alle, dass die Entschärfung der Bombe mitten im Wohngebiet im Stadtteil Nordwest schnell gelingt diesmal. An den Sperren immer wieder nachfragen. Ab 9 kam hier niemand mehr rein, im Umkreis von 1 Kilometer. Ich hab kein Problem, das ist halt so. Ja, und das ist ja nicht die letzte Bombe. Also ich würde schon sagen, macht ein bisschen Angst jetzt. Aber ja, ich denke, die Polizei macht das hier so alles, dass sie alle evakuiert und dann passt das schon. Leere Straßen, an den Türen oft Knoten der Polizei. Soll heißen, hier ist schon evakuiert. Viele der 17.000 Betroffenen kamen privat woanders unter. Wer keine Alternative hat, wird heute bis Mittag mit Bussen aus der Gefahrenzone gebracht. 98% der betroffenen Bürger sind verständnisvoll, berichtet OB Kaminski. Trotzdem kommt es vereinzelt zu Verzögerungen, die ihn richtig ärgern. Das hat einer geschrieben auf Englisch, mein Leben, meine Regeln. Nee, das hilft nicht, sondern es geht schon unser Leben und unsere Regeln, weil alle, die uns da Verzögerungen verschaffen, führen natürlich dazu, dass sich das Gesamtprojekt verzögert. Es geht zulasten der Allgemeinheit. Hier ist der Sammelpunkt für die meisten Evakuierten, ohne Möglichkeiten, bei Nachbarn oder Freunden unterzukommen. Viele Ehrenamtliche kümmern sich hier, um sie mit Kleinigkeiten zum Essen und Spielzeug für Kinder zu versorgen. Die Stimmung gut. Ich ergötze mich an den vielen Kindern. Die sind so niedlich, so sportlich auch. Das macht Spaß zuzugucken. Ich habe da keine Angst. Ich habe, wie gesagt, ich habe den Krieg mitgemacht. Ja, schon Stress, wieder alles vorbereiten, hin und her gucken, was Familie, Frau, Kind. Okay. Ja, aber dann geht auch vorbei. Die Entschärfung beginnt wegen der Verzögerungen 2 Stunden später als geplant. Dafür geht dann alles schneller. Schon um kurz vor 15 Uhr meldet der Kampfmittelräumdienst Entwarnung mit diesem Foto der 500-Kilo-Bombe. Sie war 3 Meter tief unter der Erde und doppelt so schwer wie die letzte.
Sie musste hier zum Glück nicht kontrolliert gesprengt werden, wie die vor einer Woche. Das war eine amerikanische Bombe letzte Woche, diese Woche war es eine englische. Das ist schon mal der erste Unterschied und eben die Aufbauart des Zünders und eben der Zustand war ganz klar entscheidend. Wir konnten die Bombe sehr gut entschärfen, also sprich, der Zünder hat sich gut ausbauen lassen aus der Bombe. Wir hatten damit keine Probleme, im Gegensatz zu letzter Woche. Ich bin froh, dass niemandem was passiert ist. Jetzt können alle wieder durchatmen. 7000 Bäume, das ist das künstlerische Erbe von Josef Beuys in Kassel. Er hat Anfang der 80er diese Bäume pflanzen lassen zur Documenta 7. Und es ist eine Stiftung, die kümmert sich darum, ob die wachsen, ob alle da sind. Die hat letztes Jahr gemeldet, ja genau, es sind 7000. Und jetzt nach einem Jahr fragen wir uns, hat sich daran was geändert durchs Klima oder durchs Bauen? Auf jeden Fall muss man eins sagen, kaum ein Kunstwerk steht so für unsere jetzige Zeit wie diese 7000 Eichen. Das ist heute unser Weitergedreht. Die Allee am Helleböenweg in Kassel. Hier steht ganz offiziell Baum 7000. Vor einem Jahr wurde er nachgepflanzt. Sein Vorgänger wurde von einer Sturmböe gefällt. Natur gegen Kunst. 7000 Eichen statt Verwaldung statt Stadtverwaltung. Das Kunstwerk musste sich von Anfang an gegen Widerstände behaupten. Beuys hat ganz viele Bäume auch in der Stadt gepflanzt. Und zwar ausgerechnet immer an Stellen, wo die Bäume gestört haben. Also wo die Bäume unser Wissen, wie wollen wir eigentlich leben, was brauchen wir für Lebensräume, wo die Bäume Indikatoren gewesen sind dafür, was für eine Stadtplanung machen wir, wie war eigentlich unser urbanes Leben, ganze Straßenzüge ohne irgendein einziges grünes Blatt. Und er hat gesagt, da pflanze ich die Bäume hin, obwohl sie ganz dicht an den Fassaden stehen. Und das führte auch gleich zu Irritationen. Bäume stehen, fallen auch Blätter, nicht? Und je nachdem, die Vögel kommen da rein in die Bäume, nicht? Und wie der Kot, das kann passieren, dass auch dieser Kot auf die Autos sich niederlässt. Die Bäume verursachen unerhört viel Laub. So standen einige Kassler damals zum geplanten Kunstwerk von Josef Beuys, als klar war, er will 7000 Eichen samt Basaltsteinen im Stadtgebiet verteilen. Mit einem Kunstwerk, das weiter wächst und auch noch besteht, weit über sein Leben hinaus. 1982 gestartet, wurde das Projekt 5 Jahre später erstmals vollendet. Nur zu diesem Zeitpunkt standen alle 7000 Eichen. Und seit einem Jahr wieder. Da wurde die letzte Lücke geschlossen. Der 7000. Baum wurde zu Beginn der Documenta 8 gepflanzt. Aber wir haben in der Zwischenzeit einige verloren. Und wir erreichen heute genau wieder die Zahl 7000. Insofern ist es schon auch wieder was Besonderes. Und wir freuen, dass es wieder vervollständigt ist, dieses Kunstwerk. Mit 4,3 Millionen Mark waren die 7000 Eichen damals das teuerste Kunstwerk der Zeit. Heute ist die Bedeutung der 7000 Eichen weit über Kassels Grenzen anerkannt. Ob ein Jahr nach der Pflanzung immer noch genau 7000 Eichen stehen, Volker Schäfer weiß es nicht. Allerdings war der Beuys auch jemand, der gesagt hat, wenn sich eine Stadt verändert, dann können nicht die Bäume so bleiben, wie sie sind. Wenn wir eine Kita vergrößern müssen, wenn wir eine Grundschule vergrößern müssen, dann müssen manchmal Bäume verpflanzt werden. Seit einem Jahr versuchen Stadtverwaltung und Stiftung aber gemeinsam den Status quo zu halten. 7000 Bäume plus minus also. Die Anforderungen in Zeiten des Klimawandels steigen natürlich, weil die Bäume, wenn sie eh schon geschädigt sind, dadurch, dass wir zu wenig Wasser haben, die haben schwerer zu kämpfen. Und trotzdem ist es so, dass wir stolz sind auf dieses Kunstwerk, was Beuys uns geschenkt hat. Ein Geschenk, das verpflichtet zu einem sorgsamen Umgang mit Kunst und Natur. Ja, auf jeden Fall ein Diskussionsthema, diese 7000 Eichen. Und gestern hat die Eintracht gegen Stuttgart gespielt. Wir müssen noch mal über dieses Spiel reden, Markus. Ja, auch wenn wir nicht wollen. Denn tatsächlich, ja, dieses 1:1 gegen das schwäbische Kellerkind war das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Das an sich ist ja schon unbefriedigend, aber fast noch mehr schmerzt die Art und Weise, mit der die Eintracht zurzeit auftritt. Für den Hinhörer sorgt der Chef nach Abpfiff, als klar ist, dass die Eintracht irgendwie ihre Lockerheit verloren hat. Ich habe das ja schon manchmal erwähnt und ich bin ja derselbe Trottel. Diese Mannschaft hat die beste Hinrunde in der Geschichte von Eintracht Frankfurt gespielt. Steht das erste Mal im Achtelfinale der Champions League, also im Pokal-Viertelfinale. Und wir haben kein Selbstvertrauen. Wir sind Trotteln.
Na, das ist natürlich viel zu streng. Gegen Stuttgart gab es Eintracht-Momente mit Selbstvertrauen nicht viele, aber den hier. Sebastian Rodes, 1-0. Ein Treffer, den er irgendwie genauso wollte. Ziel war, den Ball scharf vor das Tor zu bringen. Ist scharf im Tor gelandet, von daher war es umso schöner. Im Kampf um die internationalen Plätze lässt Frankfurt was liegen. Der VfB-Ausgleich ist nicht unverdient, aber unnötig. Wir haben es nicht über die Ziellinie gebracht und deswegen sind wir auch enttäuscht. Jetzt Fokus auf Neapel. Stand heute dürfen doch keine Frankfurter Fans mit ins Stadio Diego Armando Maradona. Bitter, trotzdem. Wir freuen uns. Ich persönlich auch, weil Maradona ein Jugendidol von mir ist, im Diego Maradona Stadion spielen zu dürfen. Und dann werden wir alles, was wir haben, in die Waagschale werfen. Und vielleicht ja doch das Fußballwunder schaffen und nach der Hinspielpleite ins Viertelfinale einziehen. Ja, einziehen und zwar in die zweite Liga möchte ja auch sehr gerne der SVW in Wiesbaden. Aber die Reise wird noch lang und beschwerlich, denn heute gab es gegen die Verfolger aus Saarbrücken mit 0-2 den nächsten Dämpfer. Wiesbaden hat nur noch 2 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Ja, und wir bleiben in Wiesbaden bis zum nächsten City-Marathon. Dauert zwar noch ein Vierteljahr, aber schon heute konnte jeder, der wollte, einen Teil der Strecke ablaufen. 5 oder 10 Kilometer. Und unter den vielen Teilnehmern gab es auch ein ganz besonderes Gespann aus Vater und Sohn. Die letzten Handgriffe, dann kann es auch für Oskar und seinen Sohn David losgehen. Als Baby hatte David 2 Atemaussetzer, die zu einer Lähmung führten. Seitdem ist der Ausdauersport zu ihrer gemeinsamen Leidenschaft geworden. Das ist toll, das ist unser Leben, das ist die einzige Zeit, weil ich zusammen noch etwas mache. Ne? Er ist jetzt 20 Jahre alt. Ich musste nur fragen, welche Familie hat eine Junge mit 20 Jahren alt und sind zusammen? Rund 70 Läuferinnen und Läufer sind heute Morgen beim Streckentest des Wiesbadener Marathons dabei. Oskar, David und ihre Betreuerin haben sich für die 5 Kilometer Laufrunde entschieden. Im Sommer wollen die beiden dann ihren 6. Marathon finishen. Auch im Triathlon sind sie mittlerweile aktiv, haben ein Buch geschrieben und Auszeichnungen gewonnen. Um das gemeinsame Projekt weiterzuentwickeln, sind sie im Sommer auch extra aus Kolumbien nach Wiesbaden gezogen. Das Wetter hier, Nieselregen 1 Grad, natürlich gewöhnungsbedürftig. Aber jetzt haben wir schon gelernt. Ne? Jetzt David ist ganz warm, das haben wir dieses gekriegt. Und dann versuchen wir immer noch etwas weiterlernen. Papa Oskar und Sohn David, ein ganz besonderes Team. Ja, allerdings. Mehr Sport gibt es nachher ab 10 in der Sportschau und den Heimspiel Bundesliga. Und jetzt geht hier das wöchentliche Augenzwinkern weiter. Ganz genau so ist es, Markus. Willkommen zu unserem Satireformat Schönblöd. Und unser Reporter Sönke Hebestreit, der hat sich der Frage gewidmet, ob Klimaaktivisten hier in Hessen in Ausbildungscamps gedrillt werden. Ja, ja. Das Thema hat er heute wirklich recherchiert und uns dieses Schönblöd beschert. Herzlich willkommen zu Schönblöd. Wenn diese Rubrik kommt, wissen Sie. Und jetzt wird's lustig. Heute aber nicht. Heute müssen wir investigativ aufklären. Es gibt nichts Wichtigeres. Wir lassen sofort die Katze aus dem Sack. Diese exklusiven Bilder aus der Nähe von Fulda beweisen es. Mitten unter uns werden junge Klimaaktivisten rekrutiert und ausgebildet. Zu Beginn werden sie wohl gefügig gemacht, vermutlich mit dieser kakaohaltigen Substanz. Nehmt euch ein Stück raus. Noch nicht essen? Was genau in der Droge drin ist, wissen wir nicht. Denn über die Herstellung heißt es nur lapidar. Man schmeckt Sklavenarbeit einfach nicht. Schon kurz nach der Einnahme entfaltet sie aber ihre Wirkung. Die Kinder werden geradezu euphorisch. Also das Spannendste war tatsächlich das mit der Schokolade. Das hatte ich auch selbst nie geglaubt. Also das war wirklich sehr spannend. Danach werden die unschuldigen Rekruten wohl mit weiteren Umweltideologien indoktriniert. Ihnen wird beigebracht, was gut ist und was schlecht ist. Das schon komplett überforderte Kindergehirn wird in einem letzten Schritt dann völlig gewaschen mit perfiden Fragen. Wächst hier in Deutschland, jetzt gerade. Was ist es? Ein Wirsing. Dabei weiß jeder, Wirsing sieht so aus. Dankeschön. Am Ende sind die Klimarekruten auf Linie gebracht, wissen beispielsweise, ob sie überhaupt noch Brot essen dürfen. Ist okay. Weil Weizen wächst ja auch in Deutschland. Getarnt als harmlose Schüler sitzen diese Klimaschläfer dann jahrelang in unseren Schulen, bis sie irgendwann losschlagen. Go
Gott weiß, warum es so ist. Er hat es so bestimmt. Gerade erst zu sehen in Marburg. Mit kleinen Klebeaktionen haben sie den Verkehr gestört und den Oberbürgermeister in 0,0 unter ihre Kontrolle gebracht. Es war auch sofort von Anfang an ein ganz konstruktives und positives Gespräch. Gespräch oder Erpressung? Dem OB wurde wohl ganz klar gesagt, welche Aufgabe für ihn vorgesehen sei, wenn er die Aktivisten nicht unterstütze. Er würde degradiert werden vom Oberbürgermeister zum Busfahrer. Meine Aufgabe ist erstmal dafür zu sorgen, dass die Menschen in Marburg pünktlich zur Arbeit kommen. Das wollte er natürlich nicht, also bediente er sich eines Tricks. Erst sagte er was Nettes über die Aktivisten. In der Sache entspricht es der Haltung der Stadt Marburg. Dann, wohl wissen, dass es eh nichts ändert, schreibt er einen Brief an den Bundeskanzler und unterstützt darin die Forderungen der Klimaaktivisten. Save the planet. Ja, die lassen von ihm und Marburg ab. Man einigt sich sogar, dass sie nie wiederkommen. Und kaum sind sie aus der Rathaustür raus, macht der strahlende OB aus seinem Herzen auch keine Mördergrube mehr. Natürlich geht das nicht, dass man sich auf die Straße klebt. Dass man wenigstens in Marburg weiß, dass man Klimaaktivisten auch zu seinen Freunden machen kann, das finden wir schön. Und damit heißt es fertig und Schluss mit lustig. Ja, wir kommen jetzt wieder zur harten Politik. Und schön ist, dass wir nicht nur live nach Kassel schalten ins Rathaus, sondern einer der Kandidaten, die in die Stichwahl gehen werden, jetzt neben unserem Kollegen Daniel Mauke steht. Daniel. Ganz genau. Also die Nerven liegen hier wirklich blank. Der Christian Geselle macht es spannend. Oberbürgermeister und jetzt in der Stichwahl. Vor 15 Sekunden sind Sie erst angekommen. Aber die Hessenschau läuft noch. Sie haben es noch geschafft. Glückwunsch zur Stichwahl. Sie sind, das ist übrigens das vorläufige Endergebnis, mit Sven Schöller in der Stichwahl. Sind Sie jetzt zufrieden oder enttäuscht? Ich glaube, es ist ein besonderes Ergebnis, 31% bei 5 weiteren Mitbewerbern errungen zu haben. Es sind 18.000 Stimmen. Ich habe sicherlich am heutigen Tag den Sieg davongetragen. Aber insgesamt bin ich mir durchaus bewusst, dass im Vergleich zur letzten Wahl 26% der Stimmen weniger. In absoluten sind das fast 13.000 Wählerstimmen weniger. Auch eine deutliche Aussage bedeuten. Und deswegen habe ich mich auch vor dem Hintergrund dessen, dass in den letzten Wochen und Monaten das eine immense Belastung auch für meine Familie gewesen ist, mit dieser Kampagne, die geführt worden ist, dazu entschieden, nicht in eine Stichwahl einzutreten. Das heißt, der Kollege Dr. Schöller, der ja mit mir in die Stichwahl gegangen wäre, wird als einziger Bewerber in die Stichwahl gehen und um das Amt des Kasseler Oberbürgermeisters antreten. Ich bin da ganz klar und bewusst, man gewinnt, man verliert, das ist so im Sport. Und als ein deutliches Ergebnis, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei allen Unterstützern, bei allen Wählerinnen und Wählern. Aber ich möchte das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, meiner Familie nicht mehr zumuten. Das steht für mich an allererster Stelle. Das habe ich heute Mittag auch den Kollegen vom Hessischen Rundfunk erzählt. Das wird die ein oder anderen Wählerinnen und Wähler von mir enttäuschen. Das mag so sein. Das tut mir leid. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich bitte aber auch um Verständnis, dass das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, so hart war, auch meine Familie getroffen hat, dass ich mich entsprechend davor stelle. Es ist offensichtlich bei dieser Diffamierungskampagne neben sicherlich auch Kritik an der Person und niemand kann von sich behaupten, alles richtig gemacht zu haben, eben auch dazu gekommen. Und das muss man sich auch eingestehen, ganz offen und ehrlich, so bin ich. Und deswegen gratuliere ich zum Dr. Sven Schöller, das werde ich gleich noch persönlich machen, wie ich eben erst gekommen bin, zum Einzug in die Stichwahl. Und er muss dann in der Stichwahl das Amt des Kasseler Oberbürgermeisters erreichen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ein Paukenschlag in Kassel. Sie haben es gehört, Christian Geselle möchte in der Stichwahl nicht mehr dabei sein. Vielen Dank. Damit hat, glaube ich, niemand hier gerechnet. Und um 20.15 Uhr können wir, glaube ich, weiter darüber sprechen. Und jetzt gebe ich erstmal zurück nach Frankfurt. Ja, danke schön, Daniel Mauke. Daniel, du hast gesagt, es wird noch eine Hessenschau extra geben. Ja, zu diesem denkwürdigen Ausgang dieses ersten Wahlgangs. Der amtierende Oberbürgermeister Christian Geselle hat gerade eben hier live in der Hessenschau gesagt, dass er nicht noch mal kandidieren wird, dass er nicht die Stichwahl antreten wird. Das ist wirklich ein Bang. Wir lassen deswegen das Hessenschau-Wetter an dieser Stelle ausfallen. Ich hoffe, Sie sehen uns nach, weil wir wollten natürlich live an diesem ganz besonderen Ereignis dranbleiben. Ich kann Ihnen noch mal die Hessenschau extra mit meiner Kollegin Hülya Dänely ab 7:45 ans Herz legen und ich wünsche Ihnen noch jetzt einen schönen Abend. Morgen begrüßt Sie hier Andreas Hieke. Tschüss, machen Sie es gut.